Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Splatoon 3, heute mit einem ganz besonderen Gast, ja, den ihr noch nicht erwartet habt. Niemals! mit dem guten Train. Und das heutige Thema ist, sag es uns, was ist das heutige Thema? Es ist ganz aktuell, wir werden über die Yuzu-Emulator-Situation mal sprechen. Was heißt aktuell? Aktuell zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen. Richtig, also relativ aktuell ist die ganze Situation. Die ist jetzt auch zum Zeitpunkt der Aufnahme schon 2 Wochen her, meine ich. Was ist ein Emulator? Ein Emulator ist eine Software, die da ein System auf einem PC wiedergeben soll, wofür es nicht gedacht ist. Sagen wir es jetzt einfach mal ganz einfach erklärt. Ihr wollt N64 spielen, habt aber keine Originalkonsole, aber dafür einen PC. Der Emulator ermöglicht den N64-Spieler auf dem PC wiederzugeben. Sagen wir es mal so. Das ist ganz einfach erklärt. Das ist ein Emulator. Und es hat sich was ergeben in der Emulator-Szene ganz extrem. Nintendo hat nämlich den Emulator Yuzu verklagt und da schwören jetzt viele Infos rum, die nicht so stimmen. Aber was ist denn der Yuzu-Emulator? Warum hat das Nintendo verklagt? Der Yuzu-Emulator ist ein Emulator, um Switch-Spiele auf dem PC zu spielen und auf anderen Plattformen. Es geht nicht nur um den PC, sondern allgemein, dass ihr den auf anderen Plattformen spielen könnt. Dazu ist der Yuzu-Emulator gedacht. Und warum Nintendo Yuzu verklagt hat, ist, viele gehen jetzt davon aus, weil man Nintendo Switch-Spiele auf dem PC damit spielen kann. Das ist aber nicht der Grund. Nintendo hat Yuzu verklagt, weil Yuzu angeblich ganz genau beschreibt, wie man Switch-Spiele auf dem PC spielt. So. Und das könnte einer der möglichen Gründe sein, aber das ist nicht der Hauptgrund. So soll Yuzu auch für Geld Patches und Spiele vertrieben haben. Und die Entwickler von Yuzu haben einen Google Drive Server gehabt, worin sie Spiele ausgetauscht haben. Das sollen so die Hauptgründe gewesen sein, warum Nintendo Yuzu verklagt hat. Meinst du nicht wegen dem Quellcode? Normalerweise ist es ja so, dass bei Emulatoren, dass es halt nur Emulatoren nur illegal sind, wenn die halt mit dem Original BIOS bzw. Original Code von der Original Hardware mitgeliefert werden, vom Originalsystem. Das ist denn illegal. Aber die meisten Emulatoren sind halt komplett von Grund auf neu gemacht. Und da wird höchstens eventuell verlangt ein Emulator halt ein BIOS von der Original-Hardware. Aber die müssen die meisten Entwickler, die Spieler selbst besorgen, ne? Ja, aber das wird nicht der Grund sein. Aus einem ganz einfachen Grund. Yuzu verwendet keinen Code von Nintendo selbst. Der Quellcode ist ja offen, der war ja öffentlich oder ist immer noch öffentlich, kann man sich unter Suyo jetzt angucken. Du brauchtest trotz allem die Keys von deiner Switch aus dem Chip direkt. Die musstest du haben, sonst konntest du keine Switch-Spiele abspielen. Es war unmöglich, ohne die Keys Switch-Spiele zu spielen. Geht nicht. Ja, klar. Und deswegen, es wird nicht an sowas wie BIOS-Files gelegen haben oder sowas. Die sollen auf ihren Discord tatsächlich Patches für Spiele und sowas verkauft haben, für Geld. Verkauft? Ja, und ach du Heilige. Und sie haben angeblich alles jetzt auf Gerüchten basiert. Kontrolliert das selber nach. Ein Google Drive-Link, da sollen sich die Entwickler selbst die Spiele zugeschickt haben. Und das ist natürlich hochgradig illegal. Also, ja. Bitte geht nicht davon aus, Emulatoren sind nicht illegal. Aber wenn Nintendo anfängt zu klagen, dann steckt da auch meistens was hinter. Die fangen nicht einfach so ins Blaue an. Wir kennen ja um und bei die Klageschrift von Nintendo. Oh, ja, dann muss ich mal schnell einen neuen Raum aufmachen. Kannst du ja aufnehmen. Ja, kannst du mit aufnehmen. Ja, gut, nehme ich ruhig mit auf. Nintendo hat aber in ihrer Klageunterschrift nicht direkt gegen den Emulator geklagt, sondern die haben halt andere Gründe hervorgerufen. Zum Beispiel, du kannst halt in Amerika war es schon so, das war schon vor Gericht mit Emulatoren und amerikanische Gerichte haben klipp und klar gesagt, Emulatoren per se sind erstmal legal. Punkt. Das ist so. Deswegen muss man andere Gründe finden. Und wenn du dann aber Patches und sowas verkaufst für diese Emulatoren, das heißt damit Profit einfahren willst, das darfst du nicht, das ist illegal. Du darfst halt kein Geld mit dem Zeug verdienen. Aber weil, wie stehst du so generell zu Emulatoren? Weil ich persönlich denke mir, moralisch, jetzt mal nur moralisch, ja, finde ich persönlich, ein Emulator für aktuelle Hardware muss nicht unbedingt sein. Bei älterer Hardware, wie zum Beispiel 3DS mittlerweile,
da juckt es kein Schwein mehr, aber bei aktuellen Konsolen, die wirklich noch aktuell am Laufen sind, finde ich einen Emulator schwierig. Klar, die neuen heutzutage die Konsolen sind alle eher, sind leichter zu verstehen vom System und von der Architektur her. Ja, richtig. Deswegen ist ein Emulator natürlich auch viel schneller zu erstellen. Aber ich finde tatsächlich, finde ich moralisch nicht ganz okay, wenn man sich dann in Emulator schon für aktuelle Konsolen. Und klar, die Konsole als Switch ist natürlich schon 7 Jahre alt, aber du weißt, was ich meine, ne? Ja, aktuelle Konsolengeneration. Und ich bin da moralisch anders gepolt. Ich finde es absolut okay, einen Emulator zu nutzen, solange, und das ist der Clou an der ganzen Sache, man diese Spiele auch selbst besitzt. Das ist für mich ein ganz ausschlaggebender Grund, Emulatoren überhaupt zu nutzen. Das Spiel muss man besitzen dafür. Ganz wichtig. Ja, ja, klar. Ich kaufe mir auch alle Spiele, die hier. Ja, ich auch. Ich habe alle hier. Ich bin ja auch, was das angeht, auch eher ein Sammler. Aber man muss halt ehrlich zu sich selbst sein. Was heißt zu sich selbst? Man muss halt wissen, das weiß jeder. Jeder, also der Großteil der Emulatorennutzer, der bezieht sich die Spiele halt, ne? Ich weiß, man kann das viel sagen, man kann jetzt nicht sagen. Nein, du hast recht. Du hast höchstwahrscheinlich. Man kann jetzt auch sagen, ja, recht. Viele sagen, da kommen mir dann Ausrede und so weiter. Es stimmt nicht, ich kaufe mir die Spiele. Aber ist halt der Großteil, der denkt sich so, warum soll ich mir jetzt eine Nintendo Switch gut gemacht? Warum soll ich jetzt eine Nintendo Switch kaufen, wenn ich weiß, dass ich den Emulator habe und das sogar auf bessere Hardware, beziehungsweise in besserer Optimierung spielen kann am PC, während die Spiele eine Woche vor Release schon runterladbar sind. Ne, das ist halt schon. Das ist das Problem, aber das ist ein Thema mit Leaks. Leaks spielen dann nochmal eine ganz andere Rolle. Ja, aber das hat auch mit der Emulator-Thematik zu tun. Wer hat das Spiel dann schon gekauft, während die Spiele online schon runterladen sind? Ja, aber guck mal. Alle, die den Emulator haben, können das schon zocken. Alle, die nicht den Emulator haben, haben verkackt. Das stimmt nicht. Wenn du eine alte Switch noch hast, kannst du die einfach hacken und kannst sie auch zocken. Also, schwieriges Thema. Und das ist sogar leichter, als einen Emulator einzurichten. Also, schwieriges Thema. Das würde nichts ändern, wenn jetzt diesen Emulator nicht geben würde. Dann hackst du die Konsole und dann kannst du es trotzdem machen. Aber es hat halt nur Vorteile, wie jetzt zum Beispiel für mich oder für dich, dass wir unseren, oh Gott, das fängt schon wieder gut an, ne? Dass wir zum Beispiel für unsere Zuschauer die Spiele in der wesentlich besseren Qualität bringen können, abgesehen jetzt von Splatoon oder sowas, weil das hat einen Online-Modus, da wollen wir das online mit euch zeigen. Das ist halt auch eine Sache. Nicht, dass es jetzt heißt, wir emulieren hier unsere Switch-Spiele. Also ich habe bis jetzt noch gar kein einziges Switch-Let's Play, was ich halt gespielt habe, auch immer auf Emulator-Hardware gezockt. Muss ich gerade mal gucken, habe ich ein Switch-Spiel auf Emulator gezockt bis jetzt? Ich gar nicht. Also ich spiele alle meine Switch-Aufnahmen laufen über die Original-Hardware. Es kann sein, dass ich Xenoblade 1 auf... das läuft bei mir auf 30 FPS, oder? Im Stream habe ich das im Emulator gespielt, das weiß ich, Xenoblade. Aber aufgenommen müsste ich das von der Switch haben, ja. Doch. Also meine... Klar, man kann Qualität... ist bessere Qualität und man natürlich kannst du denn dann besser aufnehmen. Aber ich finde das halt... Persönlich ist das für mich ein No-Go. Ich finde es halt auch Domtendo ziemlich kritisch, wenn er offensichtlich Emulatoren benutzt zum Switch-Spielen. Das ist halt für aktuelle Hardware, das gibt den Leuten das suggeriert den Leuten, dass das Spiel so auf der Switch läuft. Weißt du, was ich meine? Weil er kommuniziert das ja nicht, klar. Jeder normale Leute, jeder, der sich ein bisschen mit der Thematik auskennt, der sieht das, dass das halt emuliert ist. Aber das suggeriert den Zuschauer, und das sind meistens bei Nintendo Kinder, dass das Spiel so läuft und so aussieht, wie er das da zeigt. Und deswegen finde ich Emulatoren halt für aktuelle Hardware schwierig. Ja, wie gesagt, da bin ich anderer Meinung, aber ich stimme dir auf jeden Fall zu. Man sollte es klar suggerieren, dass wenn das Spiel auf einem Emulator läuft, sollte man zum Beispiel erwähnen, das Spiel läuft über einen Emulator und man sollte den Emulator auch in der Beschreibung verlinken, was ich ganz wichtig finde. Und was ich auch noch sagen muss, auch wenn man sich vielleicht fragt, so, ja, wieso sind deine Videos denn alle 4K? Ja, weil ich die hochrendere, damit das nicht scheiße auf YouTube aussieht. Ja, das Ding ist halt einfach, mit einem Emulator kannst du wirkliche 4K erzwingen. Also, dass es auch wirklich in 4K ist. Aber wenn du ein Switch-Spiel wenn da steht bei einem Dommy und der spielt das auf der Original-Hardware und da steht 4K, das ist kein 4K. Also, lasst euch da nicht belügen, es ist nicht 4K, es ist einfach hochgerendert. Punkt.
Ja. 4K auf der Switch unmöglich, also Original-Hardware könnt ihr vergessen. Es ist immer hochgerendert, um bessere Qualität für euch auf YouTube zu bekommen. Wenn ihr 4K auf der Switch oder sonst irgendwie auf alten Konsolen erleben wollt, kommt ihr um einen Emulator einfach nicht rum. Aber nochmal zurück zur Thematik, was Yuzu angeht. Bitte glaubt nicht dem Irrglauben, dass Emulator eine Grauzone sind oder illegal. Solange sie keinen Originalcode enthalten, sind sie absolut legal. Das Illegale fängt erst an, wenn ihr euch die Games runterladet. Bitte macht das nicht. Kauft euch eure Spiele und dumpt sie euch, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Das ist der legale Weg, einen Emulator zu benutzen. Bitte macht das. Also, Emulatoren finde ich per se, also meine Meinung nach zu Emulatoren finde ich wichtig. Aber aktuelle Hardware ist halt meiner Meinung nach nicht, muss nicht sein. Aber ich finde, bei der User-Thematik ist das ein bisschen, ja, dass die da halt, ist schwierig, ne? Die haben ja auch den Citra-Emulator drauf genommen. Ja, genau, aber aus, das Ding ist halt, wie gesagt, und ein GBA-Emulator ist nachgezogen von irgendeinem anderen Hersteller, wo ich mir dachte so, hä? Ja, das hab ich mir auch gedacht. Was man halt nicht vergessen darf, wie gesagt, bei der Yuzu-Thematik, es ging dabei nicht noch um den... Runde? Ja, ne? Ja, es ging dabei nicht grundsätzlich um den Emulator, es waren andere Klagegründe. Der größte Klagegrund war mit, die haben sich über Patreon finanziert. Solltest du natürlich nicht tun. Nein, natürlich nicht. Und die haben anscheinend, wie gesagt, Patches verkauft. Und sie haben in ihrem Discord anscheinend einen Google Drive-Link für Spiele gehabt, wo man die runterladen kann. Also, ja gut. Und, ja, also da haben sie es auch ein bisschen selbst verschuldet, ne, alles. Das ist natürlich... Genau, und man darf hier auch nicht vergessen, Emulatoren für aktuelle Hardware, man kann dazu stehen, wie man möchte. Nintendo ist aber, was den Switch-Emulator angeht, halt einfach fucking selbst schuld. Die Switch ist nun mal eine ziemlich hardware-schwache Konsole. Dass du die jetzt auf dem PC überhaupt schon emulieren kannst, ist diesem Umstand geschuldet, dass sie halt einfach eine schwache Konsole ist. Guck dir das bei PS4 und Xbox Series X an. Für die wirst du Emulatoren erst in 10 Jahren sehen. Mindestens. Also... Das hängt halt sehr mit der Hardware zusammen, worauf die erscheinen, weil ihr müsst euch bei Emulatoren immer denken, wenn ihr ein System emulieren wollt, braucht ihr um und bei das Dreifache der Hardware-Power dem PC. Das Ding um ist halt, Nintendo-Spiele waren halt schon seit dem Internetbeginn dafür bekannt, dass Leute diese Spiele von Nintendo emulieren. Ich glaube, die sind deswegen schon so ein bisschen, ich glaube, Nintendo hat da schon so ein bisschen, also wie soll ich beschreiben? Flashbacks. Vietnam-Flashbacks. Ja, du hast ja nicht Unrecht. Aber Nintendo ist da auch mal gerichtlich gegen vorgegangen. Aber sie haben knallhart verloren. Sie haben halt einfach verloren. Ja. Das ist ja das. Aber ich finde halt, ja. Das ist eine schwierige Situation. Ja, ich würde Nintendo jetzt nicht sagen, selber schuld, weil sie schwache Hardware anbieten. Das ist jetzt, wieso, was sollen die dafür tun? Was können sie ja für andere? Können sie ja nicht. Natürlich, die Emulatoren werden ja trotz allem entwickelt. Man zögert es dann halt nur hart hinaus, wenn du eine starke Hardware anbietest, ne? Aber damit würdest du einem Emulator halt erstmal entgegenwirken, wenn du eine starke Hardware anbietest, weil die PC-Power dann halt einfach nicht dafür da ist. Dafür müssten die Rechner dann erstmal weiterkommen, was die Power angeht. Und das sehen wir halt auch PS4 oder PS3, da ist ein funktionierender Emulator erst jetzt zur Verfügung, dass du überhaupt ein paar Spiele spielen kannst. Und ja, gut, das ist vielleicht auch der Cell-Architektur geschuldet, weil die PS3 halt echt scheiße ist, was die Architektur angeht. Ja. Aber so viel sei dazu gesagt, es hat was mit der Hardware-Power zu tun, aber Yuzu hat halt, wie der gute Miku das gesagt hat, einfach selber Schuld. Weil es gibt ja noch einen zweiten Switch-Emulator, Ryujinx, und den wird nicht dasselbe Schicksal erwarten, zu 100% nicht. Also, die finanzieren sich nicht, der ist komplett frei in der Entwicklung und solche Geschichten, und gegen Ryujinx gibt es keine Klage. Ja, woher kommt das nur? Was Ryujinx auch besser macht, ist, du musst bei Ryujinx auch die Original-Firmware installieren, damit Ryujinx überhaupt funktioniert. Da haben wir auch früher schon einige Angst gehabt, unser Emulator basiert quasi auf Originalfirmware. Das heißt, wir mussten ja irgendwo die Originalfirmware her haben, um dafür zu entwickeln. Schwierig, gefällt uns nicht. Ah. Ja. Das war auch bei irgendeinem Emulator war das so, da haben die Entwickler auch mega Angst gehabt plötzlich hinterher und haben einfach ihren Emulator gekündigt. Ja, genau, das stimmt aber halt alles nicht, weil du musst dir die Originalfirmware, die musst du dir halt irgendwo herbesorgen, damit du die spielen kannst, damit du die erstmal installieren kannst, damit Ryujinx überhaupt funktioniert. Ja, da haben sie wahrscheinlich selber gedumpt, oder nicht?
Man kann die selber dumpen, du kannst die von Firmware aber auch im Internet runterladen, was... Und jetzt verwechselt das nicht, die Firmware sich zu downloaden ist nicht illegal, weil sie frei zur Verfügung steht. Auf der Switch kannst du die halt runterladen, also... Ja, selbst bei der PS4 kannst du die, oder PlayStation, Sony-Konsole kannst du die runterladen. Aber die brauchen wir halt. Das ist nicht illegal. Und deswegen, zu der, wie gesagt, ich stimme dem Miku da zum Teil zu. Moralisch bin ich da halt ein bisschen anders gepolt. Ich finde das nicht verwerflich, solange man seine Originalspiele spielt. Aber Miku hat es schon richtig ausgedrückt. Man kann halt jedem das Blaue vom Himmel erzählen und man weiß halt nicht, ob der das Originalspiel hat oder nicht. Das ist halt einfach so. Die meisten, die halt Emulator nutzen, und das ist halt wirklich, ich weiß, das kann man halt nicht so pauschalisieren, aber die meisten, die einen Emulator nutzen, die ziehen sich die Spiele einfach aus dem Internet. Ja. Ist halt so. Gerade für GBA und sowas oder Gameboy-Spiele, was ja auch irgendwo logisch ist, weil du kannst diese Spiele halt nicht mehr kaufen. Da wird's halt... Das ist natürlich schwierig. Richtig, da wird's halt ziemlich schwierig. Macht es trotzdem nicht legal, vergesst das nicht. Nö. Ja, deswegen wird's auch von uns, von guten Miku und mir, niemals Hilfestellungen dazu geben, woher man Spiele bekommt, bla bla bla. Niemals, das wird nicht passieren. Fragt erst gar nicht, falls ihr solche Ideen habt. Fragt erst nicht. Höchstens halt so ROM-Hacks oder so Patches dafür, ne? Genau, oder ROM nicht, natürlich nicht. Oder wenn ihr allgemein beim Emulator Hilfe braucht, da kann man dann Hilfestellung geben. Aber Spiele, No-Go, werdet ihr niemals von uns irgendwas zu hören. So viel sei dazu gesagt. Aber das war's mit der Yuzu-Thematik. Genau. So viel sei dazu gesagt. Ist halt scheiße, was will man machen. Aber, tja, jetzt ist es halt nun mal so. Wir haben noch Ryujinx, passt schon. Und nochmal hier zum Abschluss. Reine Emulatoren sind legal. Lasst euch das von niemand anderem erzählen. Das ist eine legale Angelegenheit. So viel sei... Bis zum nächsten Mal. Genau, so viel sei dazu gesagt. Like das Video, abonniert unsere beiden Kanäle. Das war's von uns. Bis dann.